Hey Leute, Hausbautipp, hier eine Rangfolge der Türen. Platz Nummer 3 und damit die schlechteste Türe ist die vor der Wand laufende Schiebetür. Da kann man den Platz an der Wand nicht nutzen, um noch eine Kommode oder sowas zu stellen und diese Schiene kann leicht kaputt gehen, also diese Tür hat eigentlich gar keine Vorteile. Platz Nummer 2 ist die in der Wand laufende Schiebetür. Die hat den Vorteil, dass ihr den Raum an der Wand noch nutzen könnt, für eben Stellfläche etc. Allerdings, wenn sie repariert werden muss, ist es sehr teuer und sie eignet sich auch nicht für Bäder, weil wenn die beschlagene Tür in die Wand gefahren wird, dann ist es auch nicht so gut. Platz Nummer 1 und damit die beste Türe ist wirklich die ganz normale Schwingtür. Da könnt ihr hinter der Türe im Schwingbereich auch noch was unterbringen. Dann kann man die Tür halt nicht ganz aufmachen, aber das ist ja nicht so schlimm. Und außerdem ist es wirklich die günstigste Tür mit so 200 bis 300 € pro Stück. Okay, bis nächstes Mal.